Hallo zusammen, hier ist Marcel von Android User und ich bin hier auf der CeBIT am Stand von 2020 Mobile. Und hier seht ihr das neue Produktlineup von Wycom. Hatten wir euch ja schon mal ein paar Geräte davon getestet und auch gezeigt. Und dieses Jahr gibt es jetzt eine komplett neue Serie von Smartphones. Das größte Modell hier ist das Wycom 813i813. Es hat einen 5,3 Zoll großen TFT-Display mit einer Auflösung von 69x45 Pixel. Das Gerät ist noch mit Android 4.0 ausgestattet, soll aber im Laufe oder bis zum Launch auch Android 4.1, also Jelly Bean, bekommen. Es arbeitet aber schon jetzt recht flott mit dem Dual-Core-Prozessor von Qualcomm, der verbaut ist. Ihr kriegt 4 GB internen Speicher und der lässt sich über Micro-SD-Karte erweitern. Dann das zweite Gerät hier, das auf den ersten Blick ein bisschen wie ein finnisches Smartphone aussieht, ist das Modell i800. Das hat das dunklere Display hier, also es ist nicht so hell wie das vom i813. Soll es auch mit einem besseren Display mit höherer Auflösung geben, eventuell später im Jahr. Standard auch hier, Dual-Core-Prozessor 1,2 GHz, 4 GB interner Speicher ist verbaut. Es hat die etwas bessere Kamera mit 8 Megapixel, das 813 hat eine 5 Megapixel Kamera. Preisempfehlung 298 Euro, beim 813i ist die unverbindliche Preisempfehlung 349 Euro. Und das dritte neue, sagen wir mal Mittelklasse-Smartphone von Wycom ist das i600, das ihr hier seht. Es hat ein 4,3 Zoll Display mit einer Auflösung von 480x800 Bildpunkten, ebenfalls 4 GB Speicher verbaut und über MicroSD-Karte erweiterbar. Die Kamera löst auch hier mit 5 Megapixeln auf. Interessant auch noch der Akku, der jeweils verbaut ist. Hier im kleinsten, also kleinsten Modell der sagen wir Mittelklasse, im 600er ist ein Akku von 1700 mAh verbaut. Im i800, das wir hier sehen, beträgt der Akku 2100 mAh. Und im größten Modell mit dem 5,3 Zoll Display kriegt ihr einen Akku mit 2500 mAh. Also damit sollte man mit allen Handys gut über die Runde kommen. Und ebenfalls sehr, sehr wichtig, was ich vergessen habe, es sind alle Smartphones sind Dual-SIM-Smartphones. Also ihr könnt im i813, im i800 und im i600 könnt ihr jeweils zwei SIM-Karten benutzen. Das sind die neuen Wycom Mittelklasse-Smartphones hier auf der CeBIT beim Stand von 2020 Mobile und ich bin Marcel von Android User.